Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Wir sind immer noch auf der mysteriösen Raumstation dieser Anomalie und wir müssen mit den Bewohnern sprechen. Ich war. Ja, guten Tag, was auch immer du bist. What the fuck? Okay. Hallo, gleichartiger Reisender. Hier bist du sicher und wahrlich willkommen. Mhm. Eine perfekte Übereinstimmung. Dieser Ort wurde geschaffen, um dich aufzunehmen. Ah! Polo und Nada können diesen Ort zwischen den Orten bestens beschreiben. Sie sind hier ganz nah, gleich oben, nach dieser Treppe. Aber ich meine es ernst, dass du perfekt hierher passt. Für die meisten ist das kein Zuhause. Aber eine Nische zwischen den Sternen, in der man immer willkommen ist. Okay. Cool. Auf zu Nada. Ja, siehste, und wir sind immer dran vorbeigelaufen. Also in der letzten Folge ein, zweimal. Alles klar, du bist Nada, Priester Nada. Ich bin Priester Entität Nada. Andersartiger Korvax, willkommen zu unserer Anomalie. Unser Zuhause ist doch schön, oder? Polo hat es selbst gestaltet, eine perfekte Blase, die uns von den Wächtern und den rachsüchtigen Korvax abschirmt. Nada sieht die Zeit kommen und gehen. Okay. Nada erwachte mit dem Tod von Korvax Primus. Er konnte nicht verstehen, warum solche Dinge passieren, warum wir alleine sind. Jetzt bin ich andersartig. Die Konvergenz sieht nicht, was ich sehe. Nada ist nicht mehr allein. Nada hat Polo Freund. Jetzt viele andere Freunde besuchen. Unsere Konvergenz ist klein, aber Nada ist glücklich. Der Korvax beobachtet mich. Die Haltung seiner Metallhülle hat etwas Organisches an sich und strahlt eine gewisse Ruhe aus. Okay. Gut, einmal nach der Raumstation. Unsere Anomalie ist frei, unabhängig davon, was draußen vor sich geht. Sie nutzt ihre Freiheit wie Nada, um zu beobachten und zu suchen. Die Wächter der Atlas. Sie machen sich nichts aus diesem Ort. Ich spüre ihre Blicke. Sie jagen uns. In Nadas Höhle pulsiert ein schwaches Licht. Irgendwas daran wirkt vertraut. Wer ist denn dieser Polo? Polo-Freund hat Nada gefunden. Hat mein Signal gefunden. Nada ist in Sicherheit. Nada sucht jetzt nach anderen Signalen, damit andere in Sicherheit sind. Okay, die Station ruft nach mir, seit ich auf diesem Planeten aufgewacht bin. Vielleicht hat sie auch nach Artemis gerufen? Na, vielleicht. Eine reisende Entität. Kennst du sie vielleicht? Ich kenne ihre Nummer nicht. Nada macht sich nichts daraus, Iterationen als Nummern anzusehen. Sie sind für uns verloren. Sehr unwahrscheinlich. Die Wächter haben unsere Anomalie nicht bemerkt, aber der Anomalie sollte nichts entgehen. Okay. Nada beobachtet mich und analysiert meine Reaktion, während die Entität spricht. Okay, sprich mit Polo, Freund, Reisender. Vielleicht weiß er mehr über den verschollenen Artemis. Er nimmt Dinge klarer wahr als Nada. Alles klar. Ich schätze, Polo ist dieser lustige Geselle. Freunde findet man überall. Man muss nur wissen, wo man sucht. Freunde in allen Formen, in allen Größen und in allen Umgebungen. Artemis, Freund, du bist, wo sie sein sollten. Was? Wo sie sein sollten. Das erscheint unmöglich. Aber alles ist möglich. So ist das Universum nun mal. Wir werden ihn finden. Daran besteht kein Zweifel. Es gibt immer ein Signal oder eine Spur. Fragen wie? Unsere Heimat wird sich darum kümmern. Wenn du gehst, wirst du nicht mehr dort sein, wo du warst. Du wirst einen Schritt näher sein. Alter. Oder vielleicht auch nicht. Eine Entdeckungsreise ist aufregend, nicht wahr? Vielleicht solltest du etwas Zeit mit anderen Freunden verbringen, bevor du gehst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Okay. Okay, überhaupt nicht komisch. Überhaupt. Sprich mit den anderen Reisenden, um da nie zu verdienen. Lerne neue Technologiebaupläne. Sieh dir jede Menge Basisteile an. Sprich mit Nada über Artemis. Gut.
Haben wir schon gemacht, aber wollen wir mal gucken, vielleicht können wir ja nochmal. Nada und Polo treiben zwischen, es gibt viele. Hast du sie gesehen, reisender Freund? Nada wünschte, sie könne das, sie könnten das. Nada bereut vieles. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erst den Rest erledigen. Hallo? Nein? Müssen wir das jetzt alles nochmal machen? Ich glaube nicht, oder? Erkunde die Weltraumanomalie. Okay. Hallo Helios. Du bist ein Baum? Ah, junger Reisender. Du erforschst die Grenzen des Universums. Oh, wie ich dich beneide. Meine Zeit in der Realität ist längst vergangen, aber ich vermisse sie so sehr. Vielleicht hast du etwas Mitleid mit einer alten Seele und teilst ein paar deiner Abenteuer mit mir. Ich sehne mich nach den Sternen und nach dem Ruhm der Entdeckung. Daten geben. Vielen Dank, Kleiner. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Bitte nimm dieses Nanit. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. Ja, vielen Dank, mein Freund. Also, du hättest mir jetzt nicht alles geben müssen. Ich habe ja schon ein bisschen was gefunden und gesammelt, also. Nicht allein. Aliens getroffen. Oh, ich habe schon 10 Aliens getroffen. Das ist ja der Wahnsinn. So, lerne Technologie, Baupläne. Was bist du denn? Neuer Reisender, dein Anzug ist eine Erweiterung deiner selbst. Lass mich dir helfen. Alles klar. Exu-Anzug Upgrades. Das ist das, was wir schon alles haben, ne? Bauplan bekannt, ja. Was ist das? Einfacher Übersetzer. Automatischer Sprachenanalysator, eine automatische Übersetzungsvorrichtung, die zeichnet Gespräche in der Nähe auf und analysiert sie, ehe sie die Daten durch ein kontextuelles Lernsystem schickt, um die beabsichtigte Bedeutung zu bestimmen. Dieses Einstiegsmodell verfügt über eine geringe Speicherkapazität, was die Übersetzungseffektivität limitiert. Gut, wir haben 802. Scheiß drauf. Gönnen wir uns. Kabel machen wir. Nein. Darf ich weitermachen? Ich würde gerne hier noch ein bisschen. Ne? Also, weißt du? Gefahrgut Schutzhandschuh. Verbessert den metallischen Schild der Handschuhe des Exo-Anzugs. Eine verbesserte Mischung von verstärktem Metall und Katalyseschilden. Alter. Erlaubt dem Benutzer den sicheren Umgang mit gefährlichen Substanzen. Ebenso wie die Ausführung der bei der Ernte bestimmter weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Kühlmittelnetzwerk. Der Nutzer hat. Nutzer ist auf. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist erstmal nicht schlecht. Neuralstimulator. Ah. Gib mal her. Gut. Verdammt. Wo können wir den denn installieren? Können wir den hier irgendwo reinpacken? Tatsächlich. So. Kapfelbaum. Ja, später. Guck mal, packen wir das einmal darüber. So, und hier wollen wir eben gucken. Nehmen wir das. Habe ich natürlich, glaube ich, alles zu Hause gelassen, ne? Aber hey. Was soll's? So, einmal eben gucken. Haben wir hier ein Handelsterminal? Ist ausgewählt, ne? Ja. Handeln. Handeln, handeln, handeln. Nee. Wie viel Kohle habe ich denn? Ich glaube, das reicht noch nicht mal, ne? Ich glaube nicht. So, machen wir erstmal hier weiter. So, was hatten wir noch? Suche die Konstruktionsforschungsstation auf. Schalte ein. Ach, das ist auch hier hinten. Gut. Wunderbar.
Ein bisschen zocken hier. Mal gucken. So. Konstruktionsmodule. Große Vorfertigung. Kleine Vorfertigung. Würfelförmiger Raum. Oh, cool. Technologiemodul. Achso, das ist das. Was ist das? Nachrichtenmodul. Okay. Alter, wie viel Technologie wir finden müssen. Transportmodule. Oh, ein Auto. Wassermotiv. Alter. Was es mittlerweile alles gibt. Junge. Landwirtschaft. Was? Primitive Form. Großer K. Ja, alles klar. Okay. So. Reicht das jetzt schon? Reicht schon. Ich habe mir jede Menge Basisteile angesehen. Wunderbar. Mhm. Ich habe... Ja, habe ich. Ja, so. Was muss ich machen? Die Reisende Entität. Ich hasse dieses Wort. Entität. Naja, kann ihren eigenen Weg gehen. Finde die Artemis-Entität, erkunde mit anderen, besuche großartige Orte. Mach das, was du tun möchtest, Reisender in Entität, Alter. Wir werden dir dabei helfen, so wie andere auch. Selbst wenn du den blutroten Lügner suchst. Was? Wer ist das? Blutroter Lügner Atlas. Falsche Entität. Korvax verehren ihn. Aber Nada weiß es besser. Nada weiß, wo er verweilt. Nada ignoriert es aber. Wenn die Reisende Entität Atlas finden möchte, wird Nada helfen. Nada möchte, dass du in Sicherheit bist. Ja, nee, Atlas suchen wir später mal. So, natürlich, Nada hat ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft es dir, vielleicht auch nicht. Nada und Polo, Freund, werden die Suche fortsetzen. Du kannst jederzeit mit uns sprechen. Sehr geil. Zum Ende was? Okay, Mission. Der Reisende hofft, Fortschritte zu machen. Der Reisende testet sich selbst. Nada wird helfen. Ein Tausch. Fortschritt für Fortschritt. Aber ich wollte doch noch... Also. Himmel. Achso, ja gut. Dann. Ja, das... Okay. Gut. Kehre ins All zurück. Suche in den Sternen nach Hinweisen über Artemis. Ach, ich vertue mich hier mal, ey. Scheiße. So. Nebenmission, Gemeinschaftsforschung, nächste Mission, Nada und Polo suchen. Was ist denn ein Nexus? Was? Okay, keine Ahnung. Gut. Setze die Suche nach Artemis fort, der Weg des Atlas. Die nächste Atlas-Schnittstelle finden. Suche auf der Galaxiekarte nach Schnittstellen. Nada und Polo können dir dabei helfen. Suche Unterstützung bei der Suche nach... Aber... Ach. Okay. Warte mal, wo war das Schiff? Ach, da hinten. Gut. So weit, so gut. Okay, wir wissen jetzt, wir können uns in dieser Anomalie upgraden. Das ist schon mal mega. Das ist sehr mega. Mega geil. Einmal starten, bitte. Und raus hier. Ein bisschen frische Luft schnappen, ne? Mega geil. Ich finde das echt super. So. Ladies und... Eingehende Übertragung. Alles klar. Kommunikator. Ne. Was ist das denn?
Unbekanntes Signal. Punkt, 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 Rauschen, Punkt, Punkt, Punkt. Wo rauschen? Ist da draußen jemand? Es ist draußen. Es. Etwas stimmt nicht mit. Mit? Hallo? Wer bist du? Ich sage einem Fremden, dass ich ihn hören kann. Einen Moment lang herrscht Stille. Das einzige Geräusch, das ich höre, ist das Hintergrundrauschen der kosmischen Strahlung. Okay. Du. Du hast mich gefunden. Es gibt nur so wenig Licht. Ich dachte wirklich, ich würde nie wieder von einer anderen Seele hören. Wie hast du meine Stimme gefunden? Naja, da war dieses abgestürzte Schiff, ne? Ich erzähle dem Fremden vom verlassenen Schiffswrack und wie ich die ID seines Kommunikators im Notrufsignal entdeckt habe. Ich fange an, die anormale Raumstation zu erwähnen, doch ich werde unterbrochen. Es ist draußen, aber ich glaube, ich bin sicher. Es ist gut, wenn er das glaubt. Es gibt 16 von ihnen und sie sehen wie... Aha! 16. Da haben wir's. In den Augen des Fremden spiegeln sich Angst und Verwirrung wieder. Nach ein paar Momenten der Stille wendet er sich flehend an mich. Du weißt nicht, wer du bist, oder? Du... Es hat mich belogen. Es hat alle belogen. Was? Der Ton bricht ab, aber sein Gesicht ist immer noch da. Stumm, bevor es endgültig verschwindet. Gut, ich bin... Das muss Artemis sein. Und er braucht eindeutig Hilfe. Ich muss einen Weg finden, um sein Signal zu verstärken. Ja. Achso, jo, haben wir schon. Cool. Hier nochmal ein bisschen was sammeln. Um Hypercluster. Ich weiß nicht, was uns das bringt. Sollte ich vielleicht mal lesen. Eventuell. Oh, so. So. Ach. Natürlich, falsche Taste. Moment. Ach so, das ist nur das Anomalie-Symbol, ne? Ja. Kann es sein, dass wir... Warum werden wir nicht schneller? Hallo? Naja. Oh, mal gucken. Gut. Ein bisschen Gas geben. Eintritt in Atmosphäre. Ja. Holoterminus. Was ist das? Was ist das? Oh, warum ist dieser Planet so rot? Alter! Verdammt, ey. Junge. Einmal aussteigen, bitte. Hier ist es wahrscheinlich verdammt heiß, ne? Wollen wir mal scannen. Bevor wir was abholzen. Ja, 62 Grad. Ist, ja, 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 es ist warm. So. Was erblicken meine Augen da? Oh, das sieht man auf diesem roten Planeten viel. Was habe ich da gesammelt? Solarium? Was ist denn Solarium? Wärmeschutz aktiv. Ja, das ist schön, dass der aktiv ist. Das will ich ja hoffen. Also. Hallo. Projektilmunition. Ach, was soll ich denn damit? Ist wahrscheinlich hier auch wieder drin, ne? In diesen Munitionskisten. Na. Natrium. Gut. Speichern und kartieren. Alles klar, machen wir. Machen wir. So. Da wollte ich hin. Hallo.
Typ? Ey, ich bin hier. Waschbär. Als ich mich der elektronischen Lebensform nähere, beginnt sie, mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Sie scheint wenig Neuheiten auf dieser ausgebleichten, sonnenbestrahlten Welt zu Gesicht bekommen, zu bekommen. Was? Lebensform, das Wort kennen wir, das ist gut. Ich deute an, wenig über sie oder ihre Kommunikation zu wissen. Als Antwort beginnen die Lichter in ihrer Maske zu leuchten und blitzen dreimal mit zunehmender Stärke auf. Ja, mehr habe ich nicht. Es tut mir leid. Ja, wir haben jetzt ein Wort gelernt. Was? Ach, komm schon. Ist doch die ganze Zeit, das zu lesen. Haben wir hier noch drin? Natürlich. Ja, verschlüsselte Navigationsdaten. Cool. Oh, cool. Naja. Da kann man nicht rein. Und da natürlich auch nicht. Und hier geht es nach... Das ging jetzt aber schnell. Was ist das denn? Ah! Alles klar. Der Raumschiff ist da, muss man nicht rufen. Alles gut. So. Gerade einen Schluck getrunken. Oh. Ach ja. Einmal bremsen, bitte. Ladesequenz wird eingeleitet. Landesequenz, Alter. Was ist das? Oh, ein Turm? Cool. Guck mal, können wir hier auch nochmal speichern und kartieren. Alles gut. Wir haben Zeit. Ah, nee, wir haben keine Zeit. Wir verbrennen langsam, ne? Imurayash-Wüste. Das ist alles schon aufgedingst. Weißt du? Wollen wir mal gucken. Wir müssen, glaube ich, nach oben, ne? Hoch. Leiter erklimmen. Okay. Ach, noch eine, oh, noch eine Leiter. Nein. Alles klar. Wollen wir die auch noch hoch? So, da ist noch eine Leiter. Hier hinten haben wir... Huch, ich glaube nichts mehr. Hier haben wir auch nichts. Gut. Auf. Hallo. Achso. Ach, verdammt. Auf. Holo-Kommunikationsturm. Okay, was ist das? Hallo? Lokalisiere einen Fernsender. Ist das hier ein Fernsender? Nee, das ist der Holo-Kommunikationsturm. Da war ja was. Ach, nee. Versorge den Sender mit Energie, um das Signal zu verstärken. So, was futtert der denn? Ja, natürlich. Wieder so Sachen, die wir kaum haben. Holo-Terminus. Aktiviert. Mehrere Signalquellen verfügbar. Der Turm verfügt über einen mächtigen Sender, der darauf ausgelegt ist, holographische Kommunikation über große Entfernung zu ermöglichen. Die zusätzliche Energie sollte es mir ermöglichen, die Verbindung zu Artemis wiederherzustellen. Artemis Frequenz einstellen? Ich versuche, Artemis Frequenz zu finden und lade die Daten unserer vorherigen Unterhaltung hoch. Sprich mit Atem. Was? Hey, Dude. In groß bist du viel hässlicher als dieses kleine Minifigur. Wer ist da? Du. Du bist es wieder, oder? Du bist wirklich real, oder? Du bist kein Traum?
tut mir leid, aber hier kann man nur schwer nachdenken. Irgendwas stimmt nicht mit. Ach so, ja. Es ist leicht, eine bessere Realität zu schaffen, wenn man dazu gezwungen ist. Ich dachte, du wärst vielleicht ein Traum. Es tut mir leid, aber ich habe keine Stimme mehr gehört, seit ich den Lautsprecher von meinem Exo-Anzug abgeschnitten habe. Und das ist schon sehr lange her. Sie hat schreckliche Dinge gesagt. Der Fremde lächelt durch das Rauschen hindurch. Ich bin genau wie du. Du bist ein Reisender durch die Welten, richtig? Woher weißt du das? Er antwortet nicht mit Worten, stattdessen übermittelt er eine Vision von einem roten Stern und einer zerbrechlichen Welt. Ich verstehe weder die Form, die ich sehe, noch das Geflüster. Ich sehe Lebensformen, die bis an den äußersten Rand der Galaxien verteilt sind. Ich sehe den ersten Atemzug dieses Fremden, der sich nach den Sternen sehnt. Ich sehe mich selbst, wie ich in einer karmesinroten Leere schlafe und auf einen Traum von den Welten warte. Und durch die Dunkelheit hindurch höre ich eine Stimme. Anomalie entdeckt. Ja, cool. Bezeichnung Reisender. Erwachen. Was ich dir gerade gezeigt habe, beschäftigt mich schon, seitdem ich erwacht bin. Du kennst es doch bestimmt auch. Wir sind die Reisenden, die Entdecker der Welten. Seit dem Moment, als du deine Augen geöffnet hast, musst du gewusst haben, dass es nicht so, dass du nicht so bist wie die anderen, so wie ich. Bevor ich hier strandete, war ich unterwegs, um endlich zu treffen. Es kann kein Zufall sein, dass du dieses Signal gefunden hast. Sag mir, hast du immer noch das Datenprotokoll von diesem abgestürzten Schiff? Aber natürlich. Ich lade die Aufzeichnung meines Exo-Anzugs hoch, inklusive der seltsamen Übertragung, die ich empfangen habe, und der Daten, die ich im abgestürzten Schiff gefunden habe. Hoffentlich ist das keine Falle. Der Großteil meiner Ausrüstung ist beschädigt. Ich bin allein, gestrandet in einer Welt ohne Sonne und zu Fuß unterwegs. Ich weiß nicht mal, wie dein Signal mich überhaupt erreicht. Aber das Schiff, das du gefunden hast, es gehörte einst mir. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für mich. Wir müssen herausfinden, wo wir beide sind. Wenn du in diesem System Signalbooster verteilst, sollten wir deine Position triangulieren können. Ich schaffe es hier raus und du bekommst alle Antworten, nach denen du suchst. Ja, komm. Wenn es eine Falle ist, dann haben wir halt Pech gehabt. Danke, Reisender. Du wirst mein Leben retten. Du wirst mich finden. Gut. Fertig? Fertig. Dein Schicksal liegt im Jenseits. Zum Öffnen der galaktischen Karte. Oh. Drücken. So. Wie kann ich denn? Moment, was war das? Exo-Fahrzeug rufen. Oh, wir haben es noch nicht. Schade. Ach, ich kann die Karte bestimmt nur im Weltraum öffnen, oder? Das werden wir jetzt sehen. Ach, nur im Schiff. Ah, planetare Störung. Ja, nee, ist klar. Gut, wollen wir mal eben gucken. Aufladen. Bams. Hyperantrieb. Bams. Ein Splitter aus purem kristallinem Tritium. Analysieren. Oh, cool. Cool, cool, cool. Gut. Wollen wir mal starten? Wollen wir. Wunderbar. So, jetzt sind wir wieder hier. Wollen wir... ach, das ist ja cool. So, Galaxiekarte. Orbitalstation-Koordinaten empfangen.
Was? Was passiert hier? Ich mache nichts. Warum? Was? Hä? Zielatlas. Nein, ich. Frei erkunden. Herz der Galaxie. Was gibt's denn noch? Eigener Weg. Schwarzes Loch. Aktuelle Mission. Herz der. Kann ich? Wenn ich. Ja, kann ich. Der Weg. Nein. Deine Position triangulieren. Das erste Signal platzieren. Machen wir. Cool. Oh, ich sehe gerade, die Folge neigt sich dem Ende. Und ich würde sagen, wir Hübschen sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier im Weltraum, um Artemis zu finden. Ich habe ein gutes Gefühl und ich schätze, wir werden ihn noch finden. Ich bin da sehr guter Dinge. Wir wollen hier einmal eben landen. Dann können wir, glaube ich, auch, oder dann wird auch direkt gespeichert. Das läuft ja wie am Schnürchen. Gut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Eventuell auch ein Abo. Und ihr könnt auch auf das kleine Glöckchen neben dem Abo-Button. Nur Sprachprobleme heute, Alter. Drücken. Um. Wiederherstellung speichert. Ja, um nichts mehr zu verpassen hier, wenn was online kommt, wird es euch direkt in die Abo-Box gehittet. Ihr bekommt, glaube ich, eine Push-Up-Nachricht auf dem Handy. Ja, gut. Und des Weiteren würde ich mich echt freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.